Leipzig, liebe Bergbrüder und Bergschwestern. Wir sind heute zum sechsten Mal mit einer Bergparade, die eigentlich für das Erzgebirge typisch ist, zu Gast in Leipzig. Wir sind gern hier. Die Resonanz. Und das Interesse sind doch auch für uns überwältigend. Jedenfalls hoffen wir und spüren das auch, dass wir Ihnen damit eine Freude bereiten konnten. Auf diese Art kann man sich wohl auch sehr stimmungsvoll auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Ganz herzlich danke ich allen, die an der Vorbereitung und Durchführung dieser Bergparade mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank gilt auch allen, die so eine Veranstaltung finanziell ermöglichen und hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Im Namen der etwa 800 Teilnehmer von 25 Berg- und Hüttenknappschaften, darunter unsere treuen Freunde aus Medelec, Tschechische Republik, und aus Heringen, Hessen, angeführt von dem Landesvorsitzenden Dieter Guderjahn, ebenfalls aus Hessen. Weiterhin von 6 Bergkapellen, darunter die Bergmannskapelle Wintershall, ebenfalls aus Hessen. Wünsche ich Ihnen eine restliche, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Wenn Sie und die Verantwortlichen wollen, der Oberbürgermeister hat das schon angedeutet, sehen wir uns vielleicht in 2 Jahren hier in Leipzig wieder. Wenn das aber zu lange dauern sollte, der kann uns morgen in Annaberg-Buchholz erleben, oder bei einer unserer zahlreichen Veranstaltungen im nächsten Jahr. Abschließend bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Besuchern für das Erscheinen und das übergroße Interesse. Das erfreut uns auch und entschädigt uns für alle Mühen. Danke für die Aufmerksamkeit. Die vereinten Orchester intonieren nun für Sie den Schneeberger Bergmarsch von Friedrich Wagner.
Es folgt eine Ansprache des Oberbürgermeisters Herrn Jung. Sehr geehrter Herr Dr. Schlauderer, verehrte Bergbrüderschaften, liebe Leipzigerinnen und Leipziger, liebe Gäste der Stadt, ist das nicht ein wunderschöner Höhepunkt und Schlussakkord zum Ende unseres Weihnachtsmarktes, der Morgenabend seine Pforten schließt? Herzlich willkommen allen Bergbrüderschaften aus dem Erzgebirge und Hessen und anderswo. Wir haben euch in Leipzig sehr, sehr gern willkommen geheißen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Dr. Schlauderer, und bei den 800 Mitwirkenden, einen solch stimmungsvollen Schlusspunkt heute Abend zu setzen. Es ist von hier oben, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wunderschönes Bild. Und Herr Plettschneider, ich bin begeistert, wie Sie das alles zusammenhalten. Das ist ja unglaublich da vorne. Ein Beifall für den Dirigenten, der das zusammenhält, Herr Plettschneider. Da werden wir oft gefragt, ja, was haben denn Leipzig und der Bergbau miteinander zu tun? Ja, die Braunkohle fällt einem sofort ein, aber uns fallen auch die Silberminen des Erzgebirges ein. Denn ohne diese Minen und den Bergbau dort wäre Leipzig über die Jahrhunderte nicht so gewachsen und hätte sich so prächtig entwickelt. Wir danken unserer Entwicklung eben auch dem Reichtum, der aus dem Erzgebirge kommt. Das einfach als Gruß unseren Freunden im Erzgebirge. Ich wünsche Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leipziger, ein schönes Weihnachtsfest. Das darf ich jetzt schon heute Abend am Vorabend des 4. Advents sagen. Frohe, gesegnete Stunden, hoffentlich im Kreise der Familie, der Freunde, der Lieben. Gesegnete Weihnachten, und ich lade Sie, Herr Dr. Schlauderer, lieber Herr Plettschneider, ganz herzlich ein. Kommen Sie bitte in 2 Jahren wieder und schenken uns diesen wunderschönen Höhepunkt hier in Leipzig. Dankeschön. Sächsische Bergbauern, Achtung! Zum Gebet, habt Acht! Die vereinten Orchester intonieren nun für Sie den Oelsnitzer Bergmarsch von Hermann Schröder.
auf, du holdes Sonnenlicht, sei innig mir gegrüßt. Der achtet deiner Strahle nicht, der täglich sie genießt. Ich aber steige Tag für Tag hinab in tiefen Schacht, wobei des Fäustes munterm Schlag kein Sonnenstrahl mir lacht. Drum grüßt dich auch der Bergmann froh, steigt er zum Licht herauf. Kein ander Herz begrüßt dich so, kein Mund ruft so, Glück auf. Die vereinten Orchester intonieren nun für Sie den Thumerbergmarsch von Eberhard Anger. Fahnenabordnungen zu ihren Vereinen zurückzukehren, um anschließend dann zügig ausmarschieren zu können.